بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، متنبوخ العربية بين يديك، الوحدة الرابعة الحياة اليومية. الحياة اليومية بدأت Alltag. Hallo, konnte man mich hören? Ich glaube, es ist stecken geblieben. Mohammed hört dich nicht. Mohammed. Man hört mich nicht? Jetzt hört man dich. Okay, also ich sagte, Al-Hayat al-Yawmiyya zusammen heißt Alltag. Und Al-Hayat Richtig. alleine ist Leben. Und Yom, Tag. Okay. Das sagt noch einer. طيب. الحوار الأول. Wir fangen mit dem ersten Dialog an. Ich lese und dann nachher seid ihr dran. الأم هذا يوم العطلة. Die Mutter sagt, das ist der also wie soll ich sagen, يوم ist ja der Tag. العطلة ist sowas wie Urlaubstag. Das ist der Urlaubstag. هذا يوم العطلة. Natürlich gibt es auch ein anderes Wort, إجازة. إجازة und عطلة. Natürlich kann man auch إجازة auch als diese, wenn man zum Beispiel einen Unterricht gemacht hat bei einem Sheikh und der Unterricht dann fertig ist, bekommt man vom Sheikh auch eine إجازة, eine Erlaubnis, dass er das dann weiter unterrichten kann. Deswegen haben wir jetzt عطلة, was Urlaub bedeutet, Ijaza, was Urlaub und Erlaubnis, um weiter zu unterrichten bedeutet, damit wir nicht durcheinander kommen. هذا يوم العطلة. الأب هذا يوم العمل. Das ist der Tag der Arbeit. العمل, Arbeit. Wer weiß, was der Verb von العمل ist? Mal sehen, wer das herausfinden kann. Yamel oder? Genau, super. Yamel. Die Vergangenheit, weil wir müssen immer die Vergangenheit wissen. Wenn wir die Vergangenheit wissen, wissen wir alles andere. Amala? Amila. Deswegen Amila, hua Amila, hier Amilet, da fügen wir ein Ta hinzu. Ana Amiltu, ich habe, also dies, du musst merken, Ana bekommt am Ende ein Tu. Richtig. Enta, am Ende ein Ta. عملت. Du weiblich, عملتي. نحن, wir, عملنا. Das allgemein. Also es gibt noch ganz viele andere, die es عملتما, ihr beide, عملتم, ihr, عملتما, für weiblich auch, عملتن, euch, weiblich, عملنا, ohne Elif. Das ist dann für sie, also Mehrzahl für sie. Sie haben gespielt zum Beispiel. Amilna. In der Gegenwart ist es dann Ya'malu, wie Sheikh Shahriya gesagt hat. Ta'amalu, enter, auch hier, also du oder sie. Na'amalu, wir. A'amalu, ich. Und das war's eigentlich fürs Erste. وإياكم. طيب الآن الأم ماذا ستفعل يا طارق؟ Was machst du oder was wirst du machen, o Tariq? Die Sin ist für die Zukunft. Wir haben zwei Arten für die Zukunft. Einmal Sin und Sofa. ماذا سوف تفعل يا طارق? Oder ماذا ستفعل يا طارق? طارق سأكنس غرفة الجلوس. Kenasa ist Staubsaugen. Saeknusu, ich werde den Wohnzimmer staubsaugen. Gurfatel Julusi. El-Um. Womada setefalina, ja Fatima. Was wirst du machen, o Fatima? Tefalina ist für du weiblich. Fatima, saeskunu, saeknusu, gurfatel nomi. Ich werde den Schlafzimmer staubsaugen. Al-Um, wa madha satafalu ya Ahmed?
Was wirst du machen, O Ahmed? سأغسل الملابس. Ich werde die Kleider, الملابس, waschen. Wer weiß, was das Kleid bedeutet auf Arabisch? ما معنى Kleid بالعربية؟ الثوب. ثوب, نعم. أو لباس. Im Koran steht auch لباس التقوى, ذلك خير. الأم. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ Was wirst du machen, O لطيفة؟ سأكوي الملابس. كوى, يكوي, ist von bügeln. Ich werde die Kleider bügeln. Und am Ende, الجدة, أنا سأغسل الأطباق. طبق, Teller oder Geschirr. الأطباق, das Geschirr. سأغسل الأطباق, ich werde das Geschirr waschen. والجد وأنا سأقرأ القرآن. Und ich werde den Koran lesen. Wir machen jetzt einen Dialog. Die Mutter wird dann Sheikh Shahriyar sein und Yusuf wird dann immer die anderen Person sein. هذا يوم المطلح عطلة. هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا طارق؟ سأكنس غرفة جلوسي. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. جدة heißt Opa oder nee, Oma. نعم الجدة أوما. Das erkennt man durch den Termarbuta. Also ein weibliches Wort. Immer Termarbuta am Ende. Oder Elf Maksura, was wie ein Ja aussieht, aber keine Punkte hat. Im Koran kann man das nicht unterscheiden. Oder Elif, ein ganz normaler Elif. Und dann nachher Hamza, wie Sahara. Das ist alles weiblich. Anna. Sarsilul Atbaq. Nein. وأنا سأقرأ القرآن. ممتاز. الآن شيخ يوسف, ما معنى يكنس؟ أفكت. أوكي. شيخ شهريا, ما معنى غرفة النوم؟ غرفة النوم Schlafzimmer. نعم ممتاز. شيخ يوسف, ما معنى ملابس؟ كلايدر. نعم. شيخ شهريا, ما معنى يكوي؟ In welchem Satz kommt das vor? Genau da, wo der Wortpunkt ist. Da ist viel ملابس. سأكوي بيجن. سأكوي معنى بيجن. معناه, wie wir gesagt haben, nach der Korrektur, أو يعني. معناه, معناه, سأكوي بيجن. سأكوي معناه, weil dieses H muss zu dem Wort am Anfang zurückkommen, ملابس, oder بيجن, بيجن. سأكوي هو معنى ملابس. Nochmal. Ich versuch's zu schreiben. Sa'akwihu ma'na Kleidung, Entschuldigung. Bügeln, bügeln, sorry. Wir kommen richtig voneinander. Sa'akwi ma'na hu.
bügeln. سأكوي معناه سأكوي معناه bügeln. Genau, also den Herr finden wir bei Ma'na und nicht bei Sa'akwi. Ach so, okay. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Dann gehen wir zur nächsten Seite. نذهب إلى الصفحة التالية. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. يوم العمل. الشيخ يوسف، ما معنى يوم العمل؟ Arbeitstag. Nochmal? Arbeitstag. Achso, okay, Arbeitstag. أعطني جملة مع كلمة يوم العمل. Bisschen knifflig, aber da muss man durch. Ich jetzt, oder? Ja. Achso. Sag, wiederhol mal den Satz. Versuch mal einen Satz zu machen mit Yawmul Amal. طيب, ماذا اليوم؟ هذا يوم العمل. نعم, هذا يوم العمل, ممتاز. طيب, شيخ شهريا, يوم العطلة, ما معنى يوم العطلة؟ يوم العطلة معناها Urlaubstag. نعم. أعطني جملة. Gib mir einen Satz. أعطني جملة. Du kannst zum Beispiel sagen, der Urlaubstag ist schön. يوم اليوم العطلة اليوم العطلة جميلة. Okay, bei der Grammatik müssen wir ein bisschen korrigieren. Yawmul utlati, und wir sagen nicht al-yawmu. Yawmul utlati jamilun. Okay, ich dachte, weil das ist utla, ist mit Tarmabuta. Ich dachte weiblich, ich dachte dann jamila. Jamil ist ja der Tag. Kapiert? Und deswegen müssen wir auf yawm gucken. Ah, stimmt. Im Koran gibt es aber, also das, was du gemacht hast, gibt es in einigen Sachen, aber das ist eben für später, dass man eben in Adjektiv nach dem Wort, was danach oder davor ist, guckt, aber das sind so knifflige Sachen, die später kommen, inshallah. Aber wie gesagt, Yawmul Hotla, wir sagen nicht El Yawmul Hotla, warum? Weil dieses Yawm ist bestimmt durch den nächsten Wort. Was für ein Tag? Urlaubstag. Und deswegen braucht er kein L. Ein Wort wird bestimmt entweder durch L, also L-Yom zum Beispiel, oder das Wort danach, Yomul Outla, und durch andere Sachen, die ich jetzt gerade nicht vorbereitet habe, Yomul Outla. Yomu, wir sagen Yomu und nicht Yoma, weil wir haben immer zwei Arten von Sätzen. Jumla Ismiya, den Namensatz, und Jumla Fi'aliya, den Verbsatz. Jumla Ismiya fängt mit einem Namen an. Wie hier. Yawmul utlati jamilun. Das bedeutet, ein Nomensatz besteht aus Mubtada, also ein Wort, womit wir anfangen. Mubtada, von Bada'a, Anfang. Und Khabar, die Nachricht. Also, was ist mit diesem Wort? Al-Yawmu jamilun. Was ist mit diesem Tag? Er ist schön. Deswegen Yawmun, Al-Yawmu jamilun. Yawmul utlati jamilun. Ich hoffe, das ist verständlich. Ist das ein Idafa, also Yawm al-Utla? Ist das ein Idafa, die Konstruktion? Genau, super. Genau. Yawm ist Mubtada und gleichzeitig wird er als Mudaf genannt für den Wort danach. Und al-Utlati, weil er ein Kesra hat, ein Strich unten, ist der Mudaf ilay. Also er wurde hinzugefügt zu ihm. Und man sollte in der Grammatik eben drei Sachen oder vier Sachen schon im Kopf haben. Also als erstes Fa'il, den Subjekt, der Dhamma hat, wenn er Singular ist. Maf'ul bihi, Akkusativ, der ein Fetha hat, wenn er Singular ist. Mudaf ilayh,
der hinzugefügt wird, also sowas wie Genitiv, der ein Kesra hat, wenn er Singular ist, und Ism Majrur, also der Name von der Präposition. Nach einer Präposition nennt man Ism al-Majrur, der eine Präposition bekommen hat. Der ist dann auch mit Kesra, Majrur. Und der Adjektiv ist dann eben genauso wie alle anderen. Also je nachdem, was der andere Name bekommt, bekommt er. Also er ist sowas wie eine Imitation. طيب الآن الأطباق شيخ يوسف ما معنى أطباق؟ Geschirr. Genau, Geschirr oder das Teller im Mehrzahl. أعطيني جملة مع كلمة الأطباق. أغسل الأطباق. نعم, أغسل الأطباق. Wenn ich sagen möchte, dass das Geschirr ist viel, kannst du das sagen? الأطباق كثير ولا كثير كثيرة جمع تكسير das ist أطباق أطباق مذكر ده الأطباق ist جمع plural und dieser plural ist جمع مكسر aber trotzdem مذكر oder nicht nee die جمع تكسير ist immer weiblich okay also الأطباق كثيرة أو كثيرة طيب geht man nicht hier zum Mufrad zurück? Nee. Um zu gucken, ob es männlich oder weiblich ist? Nicht wie die Zahlen. Die Zahlen sind anders. Okay. Toll. Okay. Jeknusu, also das, was du gemacht hast, ist nur mit den Zahlen. Das ist so wirklich eine Ausnahme und die Zahlen lernt man eigentlich ganz am Ende. Also ich habe auch meine Schwester gefragt, wieso, was erzählst du ihnen? Warum unterrichtest du diese Zahlen und so weiter? Okay. Jeknusu? شيخ فهريا ما معنى يكنس؟ يكنس معناه staubsaugen. نعم. أعطني جملة مع كلمة يكنس. هو also أنا أكنس غرفة غرفة النوم نعم أنا أكنس غرفة النوم تا أنا أكنس غرفة النوم weißt du warum لماذا warum غرفة ونش غرفة أنا أكنس النوم غرفة النوم النوم weiblich also das Wort النوم weiblich Nee, ich meine, warum Urfata und nicht Urfatu? Ach so. Urfatu? Nee, weiß ich nicht. Okay. Anna, Fa'il. Subjekt. Subjekt. Hm. Eknusu ist der Verb. Das Verb. Hm. Urfata ist mit Faul Bihi. Akkusativ. Deswegen Anna, Eknusu, Urfatan Naum. Und النوم نومي غرفة نومي weil es مضاف إليه ist غرفة نومي was heißt nochmal Wohnzimmer das wollte ich eigentlich sagen غرفة الجلوس غرفة الجلوس غرفة الجلوس wenn ich sagen möchte ich staubsauge das Haus Anna Aknusu Al-Bait? Nein, Anna Aknusu Al-Baita. Al-Baita. Malabis. Sheikh Yusuf, ma ma'na Malabis? Kleidung, Plural. Nein. A'atini Jumla? Sa'akwi Malabis. سأكوي الملابس. أوكي سأكوي الملابس. طيب يغسل شيخ شهريا ما معنى يغسل؟ يغسل معنى
Waschen oder? Nein. Ma'anahu, waschen. Yarsilu ma'anahu, waschen. Er hat eine Jumla. Anta tarsilu malabis. Anta tarsilul malabis. Anta tarsilul malabis. Genau. Okay. Wenn ich sagen möchte, du wäschst heute. Anta tarsilul yawm. Nein, anta tarsilul yawm. ممتاز. Sheikh Yusuf, yakwi, ma ma'na yakwi? Er bügelt. Genau. Er hat eine Jumla. Jumla, yakwi malabas. Yakwil malabas. Okay. Wenn ich sagen möchte, das Kind bügelt die Kleider. طيب, das Kind al-walad yakwi, yakwil malabas. Genau. Al-walad oder al-tiflu yakwi al-malabas. Tamam. Nochmal das Wort. Al-tiflu, tifl. Al-tiflu, das heißt Kleinkind, ne? Nee, tifl und walad ist das gleiche, nur das walad benutzt man früher für die Jugend, für die Jungs. Also walad. Okay. Heutzutage benutzt man walad für beides, Kinder allgemein. Und gleichzeitig auch atfal, tifl. Tifl, Plural, Atfal. طيب. Okay. الآن التدريب. Ich gehe da noch ein bisschen runter. Ich glaube, man kann das sehen. Okay. من يغسل الملابس؟ شيخ شهريا. من يغسل الملابس؟ من يغسل الملابس؟ Also wer man yarsilul malabis ma nahu, wer wäscht die Kleidung? Ja. Ich schummel mal ein bisschen. Ahmed ist derjenige, der die Wäsche waschen wird. Wie sage ich das auf Arabisch? Ahmed yarsilul malabis. Mumtaz. Ahmed yarsilul malabis. Ja. Sheikh Yusuf, Raqam 2. من سيكنس غرفة الجلوس؟ طارق سيكنس غرفة الجلوس. ممتاز. طارق سيكنس غرفة الجلوس. نعم. رقم 3. شيخ شهريا. من سيقرأ القرآن؟ الجد. الجد سيقرأ القرآن. ممتاز. الجد سيقرأ القرآن. الجد سيقرأ القرآن. أستاذ محمد, ich habe eine Frage, wenn man die Frage stellt, also das Fatha am Ende der Frage, wird das mit ausgesprochen oder fällt das weg? Das fällt eigentlich weg, aber manchmal betone ich es, damit man sich merken kann, warum oder so. Ah, okay. Also lesen wir es mal mit. Genau. Also manchmal kann es sein, dass ich vergesse oder durcheinander komme, aber ich versuche eigentlich, das immer zu lesen. Inshallah. Rakam 4. Sheikh Yusuf, man sayaknusu ghurfat al-nawmi? Fatima. Fatima sayaknusu ghurfat al-nawmi. Sayaknusu am sataknusu? Sataknusu. ستكنس غرفة النوم. رقم 5. من سيغسل الأطباق؟ سيغسل واشن ولا؟ نعم واشن. نعم. من سيغسل أطباق معناه geschirr. من oder ma oder also kann ich fragen, man ma nahu at baqa geschirr, kann man das so fragen?
Du kannst sagen, ma ma'na al-atbaq. Ja, oder wenn ich sage, im Deutschen zum Beispiel, wenn man fragt, bedeutet atbaq Geschirr? Also kann ich dann im Arabischen fragen, man ma'na hu atbaq Geschirr? Im Deutschen, wenn du mit einem Verb anfängst, musst du im Arabischen mit einem Wort anfangen, und zwar hell. Hell. Und dann nachher das Verb. Hell, ma'na. Hell, ma'na, al-atbaq. Geschirr. Hell, also hell ist auch ein Fragepronomen, oder? Genau, Fragepronomen könnte man sagen, ja. Hell atbaq, hell atbaq ma'na Geschirr? Hell ma'na al-atbaq Geschirr? Hell ma'na al-atbaq Geschirr? Also ist die Bedeutung von atbaq Geschirr, na'am al-atbaq ma'nahu Geschirr. Okay. Also die Frage, man sayarsilul atbaqa, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Fatima war. Fatima sei, glaube ich. Ah, die Oma. Okay. Al-Jadda sayarsilul atbaqa. Sayarsilu am satarsilu? Hier am hua? Ah, hier. Al-Jadda satarsilul atbaq. Ahsant. Naam. Raqam 6, Sheikh Yusuf. Man sayakwi al-malabis? Latifa satakwi al-malabis. Naam. Latifa satakwi al-malabis. Raqam 7, kam afradu al-usra? Sheikh Shahriya, هل تفهم السؤال؟ Verstehst du die Frage? La. Kam heißt wie viel? Afrad, die Personen. Fard, eine Person. Al-Usra, die Familie. Also, wie viel sind die Mitglieder oder die Personen der Familie? Also, ich lese mal nochmal die Frage. Kam afradu al-Usra? Was heißt nochmal Usra? Usra, Familie. Achso, ich dachte, Afrad heißt Familie, oder? Nein, nee, Usra, Familie und Afrad, die Personen der Familie. Achso, Afrad, Personen, Familie. Also, Kem Afradul Usra, wie viele Personen sind in der Familie? Ich muss mal erzählen. Al-Jadda. Okay, Al-Jadda. Al-Jaddu. Al-Jaddu. Ab, no. Tariq, no. Fatima, no. Sitta, Ladina Ahmed, Latifa. Latifa Ahmed, Thamania, no. Afradul Usrati, Thamania. Afradul Usrati, Thamania. ممتاز. Rakam 8. Haben wir eigentlich schon gemacht, aber wir machen nochmal. Übung macht den Meister. Auf Arabisch sagt man At-Takrar yu'allim al-Shattar. Man hum, Sheikh Yusuf, man hum? Yani, wer sind Sie? Du sollst alle Namen drauf sagen? Ja. Sammihim. Ezkurhum. Was sagst du? Ezkurhum, erwähne sie. Tayyib. Al-Ab. Al-Um. Tariq, Fatima, Ahmed, Latifa, Jadda, Jaddu. Na, ممتاز. طيب, Sheikh Shahriya, meta hadha al-hiwar? Also, wie kann man sagen, ich verstehe das nicht, oder? Okay, la afham. La afham? La afham. Fahima, yafhamu. La afham. Meta, also wann? As-sa'a, die Uhrzeit. Oder die Zeit allgemein.
هذا das الحوار. الحوار wir sagen ja immer حوار الأول, حوار الثاني, der erste Dialog, also Dialog. الحوار ist Dialog. فمتى هذا الحوار؟ Wann war der Dialog? Natürlich am Anfang hat die Mutter gesagt, هذا يوم العطلة. Das ist ein Urlaubstag und der Vater sagte, هذا يوم العمل. Das ist ein Arbeitstag. Das bedeutet am Wochenende. Wir können einfach nur sagen, das war am Urlaubstag. هذا اليوم الأولوب مش فاكرتنا له عطلة. عطلة. هذا اليوم العطلة. Man könnte sagen im Urlaubstag, also في يوم العطلة. في يوم العطلة. Genau. Wenn ich einen längeren Satz sagen möchte, wer kann das machen? Zum Beispiel. Ich könnte es zum Beispiel. Okay, sag mal. هذا الحوار في يوم العطلة. نعم, ممتاز. هذا الحوار في يوم العطلة. ممتاز. Hat hier jemand noch Fragen? Dann bleiben Nein, wir hier stehen. وفيكم. Dann bleiben wir hier stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.